hier haben wir jetzt die zweite Version des Cross-Trainers, den mit Armbeteiligung. Die sind in den Schienen fest, aber hier werden die Arme mitwirken. Das erste Gesetz lautet auch wieder, auf die untere Pedale treten, nicht auf die obere. Dann aufsteigen und wir machen auch wieder eine entgegengesetzte Laufbewegung nach. Diesmal können wir aber mit den Armen mitarbeiten. Bei diesen Cross-Trainingsgeräten ist am Anfang mit Sicherheit gewöhnungsbedürftig, dass man sein Körpergewicht verlagern muss. Man geht so ein bisschen rechts, links. Man muss hier drauf erstmal locker werden. Die erste Trainingseinheit auf so Cross-Steppern ist unheimlich schwierig, weil man sich noch sehr verkrampft und sehr aus den Oberschenkeln läuft. Lasst euch davon keine Angst einjagen. Beim ersten Mal sind die Dinger noch schwer und ihr werdet sehen, beim zweiten Mal läuft das schon richtig gut. Der Oberkörperergometer. Ein Gerät, was man nicht in jedem Studio findet, was trotzdem relativ sinnvoll ist. Denn der Oberkörperergometer kann eingesetzt werden, wenn die Beine verletzt sind. Das heißt, ich kann immer noch aerobes Training für meinen Oberkörper betreiben, beziehungsweise ist nicht richtig zu sagen, für den Oberkörper. Aerobes Training betreibt man immer für den ganzen Körper. Das heißt, ich kann auch nur mit einer Armbewegung Herz-Kreislauf-System trainieren, in die Fettverbrennung gehen und so weiter. Ein Oberkörperergometer wärmt nicht den Oberkörper auf, sondern wir können so ein Gerät wirklich nutzen und wir können es auch nutzen, beispielsweise bei sehr starkem Muskelkater. Also es muss nicht immer eine schwere Verletzung vorliegen, sondern wenn wir einfach unsere Beine verausgabt haben, dann gehen wir an dieses Gerät, setzen uns aufrecht hin, die Wirbelsäule bleibt gerade und dann wird gekurbelt. Bei diesem Gerät haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können einmal über die Streckbelastung gehen, das heißt, ich drücke diese Hebel mehr weg, was wir jetzt bildlich schlecht darstellen können. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eher meine Rückenmuskulatur zu trainieren, um mehr über eine Zugbelastung zu gehen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Mehr geht an diesem Gerät eigentlich nicht und trotzdem ist es sinnvoll. Den letzten gängigen Ergometer, den ich euch vorstellen möchte, ist das Rudergerät. Beim Rudergerät arbeiten auch Beine und Oberkörper, wobei die Hauptbelastung in den Beinen liegt. Man glaubt es kaum, aber eigentlich liegt die Hauptbelastung in dieser Bewegung. Wir nehmen uns den Griff, halten den Rücken relativ gerade und drücken uns dann mit den Beinen ab. Erst zum Schluss, wenn wir hinten sind, ziehen wir die Arme wieder an zum Körper und geben dann nach, beugen die Beine an. Reine Beinarbeit.